Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. Das Leben eines Beamten, neue Komödie in der Kammerbühne. Investitionen bei Landskron, neue Abfüllanlage wird eingesetzt. Und wie entsteht ein Fahrplan? Die Neuausgabe von Einsteiger TV. Mehr dazu gleich hier im Anschluss. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Guten Abend zur LTV Aktuell am Donnerstag. Das Jahr 2012 wird für viele Dinge in Erinnerung bleiben, sicherlich aber nicht nur wegen des Wetters. Extreme Temperaturschwankungen und ein durchwachsener Sommer sind uns da noch gut in Erinnerung. Dem Tourismus hat das aber keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil. 4,2 Millionen Touristen besuchten im vergangenen Jahr das Land Brandenburg, so viele wie noch nie. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg stellte diese Zahlen gestern in Potsdam vor. Knapp 11,5 Millionen Übernachtungen wurden gezählt. Den größten Sprung haben dabei vor allem Potsdam und das Ruppiner Land gemacht. Eine Entwicklung, die hoffentlich auch noch in diesem Jahr anhalten wird. In unserem ersten Beitrag, liebe Zuschauer, werfen wir einen Blick in die Kammerbühne. Hier laufen derzeit die Proben für ein neues Stück des Staatstheaters. Dabei geht es um die viel gescholtene Berufsgruppe der Beamten. Stefanie Bock zeigt Ihnen, worum es in dieser Komödie denn genau geht. Die französische Bürokratie in den frühen 60er Jahren. Kann das Stoff für eine Komödie werden? Kann es. In dem neuen Stück des Cottbuser Staatstheaters Windhunde und Turteltauben werden französische Beamte auf die Schippe genommen. Dabei ist das Stück gar kein Stück, sondern eine humorvolle Zusammensetzung vieler Szenarien des Romanautors Georges Cotelin. Es sind eigentlich 8 verschiedene, relativ kurze Stücke, die wir zusammengefügt haben zu einem Abend. Dabei war mir besonders wichtig, dass es nicht eine Nummernrevue wird, sondern dass wir wirklich mit durchgängigen Strängen arbeiten. Das heißt, dass Figuren auftauchen und sich in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder neu begegnen. Man kann es vergleichen mit einem Episodenfilm. Figur A trifft Figur B trifft Figur C, Figur A trifft Figur D. So, immer wieder neue Geschichten und Konflikte ergeben sich dadurch. Milena Polovic hat bereits bei den Stücken 6 Tanzstunden in 6 Wochen und Wo die Sterne leuchten die Regie geführt und bewiesen, dass sie ein Händchen für Komik hat. Bei Windhunde und Turteltaum hätte sich dementsprechend auch nicht zurück. Madame! Ich will alles ausgenommen! Karten für die Komödie Windhunde und Turteltauben in der Kammerbühne gibt es im Besucherservice unter der Telefonnummer 0355 78 24 24 24. Die Premiere von Windhunde und Turteltauben ist am 1. März. Karten sind noch erhältlich. Weitere Vorstellungen gibt es am 10. und am 24. März. Die starken Schneefälle haben gestern wieder viele Autofahrer auf dem falschen Fuß erwischt. So rutschte am Mittwochabend ein Autofahrer in eine Ampel. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt etwa 5.500 Euro. Auf der B169 kam es heute Morgen gar zu 3 Unfällen in kürzester Zeit. Zuerst landete ein Kia am Straßengraben, danach rutschte ein Opel in die Leitplanken. Nur 5 Minuten später fuhr ein Kleintransporter auf einen haltenden Pkw auf. Ein Fahrer wurde verletzt, der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Seien Sie also auch in den nächsten Tagen bitte vorsichtig. In unserem nächsten Beitrag schauen wir nach Görlitz. Unsere Kollegen von Euro Regional TV haben die Landskron-Brauerei besucht. Dort wurde ein neuer Mitarbeiter erwartet.
Es hatte schon Gewicht, was da am 18. Februar am Haken hing. 8,5 und 4,5 Tonnen schwer waren die zwei großen Paletten mit Maschinenteilen, die über das historische Ensemble der Görlitzer Landskron-Braumanufaktur mittels Kran durch das Dach einschwebten. Auf den Paletten verbarg sich die neue Flaschenabfüllanlage der Firma Kronis. Damit setzt die Landskron-Braumanufaktur in der östlichsten Stadt Deutschlands auf modernste, noch leistungsfähigere Flaschenabfüllung. Es ist einfach an der Zeit gewesen, natürlich auch unsere Abfüllanlage auszutauschen. Sie hat stolze 22 Jahre ihre Dienste sehr gut vollbracht. Und wir können uns mit der neuen Anlage auf einen hochmodernen Stand setzen. Wir haben hier also eine Top-Anlage von Kronis, die zum einen eine höhere Arbeitsproduktivität verschafft. Anstelle von 20.000 Flaschen können wir dann 30.000 Flaschen im Optimalfall abfüllen mit der Anlage. Und wir können auch andere Gebinde abfüllen. Wir können also auch auf kleinere oder auf größere Flaschen gehen. Mit dem neuen Aggregat kann also noch flexibler auf die Herausforderungen des Marktes reagiert werden. Für die private Braumanufaktur ist die Modernisierung der Flaschenabfüllung die größte Investition in diesem Jahr. Das Investitionsvolumen allein für dieses Projekt sind 1,2 Millionen Euro. Also das ist schon eine große Herausforderung für unser Haus. Und insgesamt werden wir dieses Jahr 1,6 Millionen investieren. Also man sieht da, es ist schon eine Hausnummer. Bereits am 15. Februar 2013 hatte das neue Aggregat aus Neutraubling bei Regensburg die 460 Kilometer lange Reise in die Neiße Stadt angetreten. Beim Einbau der Anlage waren dann im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl und perfektes Timing gefragt. Erst dann musste die alte Anlage raus, das haben wir am Wochenende gemacht, also komplett zerlegt in mehrere Teile. Die wurden heute früh um 7 Uhr begonnen, übers Dach auszubringen. Dazu musste das Dach geöffnet werden und jetzt im Prinzip kommt die neue Anlage auch wiederum in Teilen rein, denn aufgrund unseres denkmalgeschützten Gebäudes kann man die Anlage nicht einfach so reinschieben, die muss also wirklich wie ein kleines Puzzle dann wieder zusammengesetzt werden. Und das passiert die nächsten 14 Tage und wir hoffen, dass wir am 4. März dann mit der neuen Anlage problemlos in Betrieb gehen können. Wenn alles perfekt läuft, dann übernimmt K124-885, so die exakte Bezeichnung des neuen Flaschenabfüllers, für mindestens 20 Jahre die Regie im Landskron Flaschenkeller. Ja, die neue Anlage hat natürlich für uns zwei Vorteile. Erstmal ist sie komplett aus Edelstahl, das heißt, wir haben natürlich einen Rostvorteil, was bei der alten Anlage vom Tragestell nicht war. Und sie ist ein bisschen größer, sie hat also 80 Organe statt 60 für die alte. Das heißt, sie fährt ein bisschen schneller theoretisch, 30.000 Flaschen pro Stunde, die alte waren 24.000. Aber sie kann Biere mit etwas höherem Druck besser abfüllen und etwas wärmer abfüllen. Das spart uns Energie. Davor musste man das Bier runterkühlen auf etwa 4 Grad zum Abfüllen. Jetzt können wir also locker bei 12, 13 Grad abfüllen, ohne dass das Bier im Prinzip aus der Flasche springt beim Abfüllen. Die alte Anlage hatte seit Juni 1991 über 726 Millionen Flaschen mit den Brauspezialitäten aus dem Hause Landskron befüllt. Das Aggregat hatte dafür gesorgt, dass umgerechnet knapp 907.000 Paletten oder mehr als 36 Millionen Kästen Brautradition in den Geschäften und Getränkemärkten weit über die Neiße Stadt hinaus an die Endverbraucher gelangten. Wenn alles funktioniert, dann kriegt es keiner mit. Eine Minute zu spät und der Aufschrei ist groß. Die Rede ist von Fahrplänen. So einen zu koordinieren ist keine leichte Aufgabe. Schließlich sind viele Cottbusser auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Meine Kollegin Nicole Petzold beleuchtet in der neuen Ausgabe von Einsteiger TV unter anderem dieses Thema. Was sonst noch alles neu ist bei Cottbusverkehr, sehen Sie jetzt. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Liebe Zuschauer, haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie eigentlich so ein Fahrplan entsteht? Erledigen das alles Computerprogramme oder wie funktioniert das eigentlich? »21 Straßenbahnen und 49 eigene und 25 angemietete Omnibusse sind bei Cottbusverkehr ständig unterwegs, um jährlich rund 11 Millionen Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Das aber geht nicht ohne Plan. Und so spielt die Entwicklung von Fahrplänen eine große Rolle und ist ein fortlaufender Prozess für unser Unternehmen. Dabei arbeiten wir nach den Vorgaben der beiden zuständigen Aufgabenträger, der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße.« Die Wünsche unserer Fahrgäste nehmen wir dabei genauso ernst wie die Hinweise unseres Fahrpersonals.
Ein großer Orientierungspunkt sind auch die Bahnverbindungen von und nach Berlin. Die Anschlüsse am Hauptbahnhof müssen gesichert werden. Dazu muss als erstes der Straßenbahnverkehr zum und weg vom Bahnhof geplant werden. Schließlich sollen alle Fahrgäste ihre Anschlüsse an den Zug bequem erreichen. An den Straßenbahnverkehr orientiert sich dann der Busverkehr. Aber auch die Spitzenzeiten des Berufsverkehrs, die Schulzeiten und aktuelle Baustellen müssen beachtet werden. Um vernünftige Anschlüsse zu sichern, muss die Verknüpfung der einzelnen Linien untereinander gegeben sein. Das Ziel sind kurze Umsteigewege und Zeiten. Auch der wirtschaftliche Faktor und bestehende Verkehrsverträge mit der Stadt und dem Landkreis spielen natürlich eine Rolle bei der Planung. Werden Veränderungen in der Streckenführung der Linie notwendig, setzt sich die Arbeitsgruppenleiterin Technologie Heidi Decke ans Steuer, um mit dem Wegstreckenmesser die Route von Haltestelle zu vermessen. Wenn jetzt Haltestellen mal verlegt werden, also an eine andere Stelle gerückt werden, muss metergenau das nachgemessen werden. Beziehungsweise wenn neue Linienwege eingerichtet werden, muss die Strecke metergenau abgefahren werden. Die exakte Ausmessung der Strecken ist unter anderem auch notwendig, damit die Haltestellenansage in Bussen und Bahnen zum rechten Zeitpunkt erfolgt. Die Daten werden dann manuell in den Rechner eingegeben, in unser Fahrplanprogramm. Und dort werden die einzelnen kleinen Strecken von Haltestelle zu einer großen Streckenfolge zusammengefügt. Und somit entsteht die Grundlage für die Linienführung oder der Linienweg für eine Fahrt im Fahrplan. Ist das geschehen, erfolgt im zweiten Schritt durch den Technologen Tim Krings die Umlaufplanung. Das heißt, es wird festgelegt, welche Fahrzeuge welche Fahrten am Tag abdecken. Auf die jeweiligen Dienste werden im letzten Schritt die Fahrer und Fahrerinnen des Unternehmens gesetzt. Dies geschieht durch Frank Bayer. Natürlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorschriften zu Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten. Wolfgang Schiemens versorgt zu guter Letzt das gesamte Betriebsleitsystem mit den aktualisierten Daten, die dann über Nacht automatisch auf die Bordcomputer übertragen werden. Wenn Busfahrer Sven Spielke dann am nächsten Morgen in seinen Bus steigt, ist der Bordcomputer auf dem neuesten Stand. Und schon kann die Fahrt ganz fahrplanmäßig losgehen. Am 9. Dezember 2012 erfolgte der jährliche Fahrplanwechsel. Dabei gab es auch Optimierungen im Straßenbahnlinienverkehr. Was geändert wurde, damit Sie, liebe Zuschauer, besser mit der Straßenbahn unterwegs sind, das erklärt uns jetzt Ulrich Tomsch, Geschäftsbereichsleiter Verkehr. Bei dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember letzten Jahres waren im Stadtverkehr Cottbus folgende Schwerpunkte zu lösen. Zum einen gab es die Wiederinbetriebnahme des Straßenbahnverkehrs in der Bahnhofstraße. Der zweite Schwerpunkt war die Anpassung unserer Fahrpläne an den Nullknoten am Hauptbahnhof Cottbus im Übergang zum Schienenpersonennahverkehr des Landes Brandenburg. Und im dritten war es eine Verbesserung des Straßenbahnverkehrs in der Stadt Cottbus zugunsten unserer Kunden. Das heißt, wir wollten die Merkbarkeit, die Einprägsamkeit für unsere Kunden vereinfachen und haben dadurch unser Liniennetz verändert. Neu ist, dass alle Straßenbahnlinien werktags von 5 Uhr bis 20.30 Uhr auf ihren gewohnten Linienwegen verkehren. Wir machen also im Laufe des Tages keine Linienveränderung. Und erst nach 20.30 Uhr beginnt unser Abendbusliniennetz, wie das bekannt ist. Die Linien fahren also ganztägig die Linie 1 von Schmelwitz zur Hessener Straße im 20-Minuten-Takt und die Linie 2 von Sandow nach Sachsendorf, die Linie 3 von Ströbitz nach Madlow und die Linie 4 von Neuschmelwitz nach Sachsendorf im 15-Minuten-Verkehr. Ab 17 Uhr gibt es zentrale Anschlüsse, weil dann alle Linien auf einen 20-Minuten-Verkehr umgestellt werden. Diese Linienveränderungen hatten natürlich auch Auswirkungen auf den Wochenendverkehr, wie wir das hier sehen. Dort ist es ja so, dass wir im Moment noch keine Gleisverbindung von der Bahnhofstraße in die Fetschauer Straße haben. Dies erfolgt erst mit der Fertigstellung des Verkehrsknotens am Hauptbahnhof. Und damit war es notwendig, dass die Linie 5 am Wochenende eine kleine Schleifenfahrt über die Lutherstraße machen muss, um diese Linienverbindung aufrechtzuerhalten. Wir haben also auch am Wochenende dann die Linie 3 von Ströbitz nach Madlow,
Wien der Woche und die Linie 4 von Neuschwelwitz nach Sachsendorf auf den gleichen Linienwegen, sodass das für den Fahrgast alles sehr einfach geworden ist. Im Abendverkehr ist dasselbe Busnetz wie auch werktags zu verzeichnen. Und das war's auch schon wieder mit Einsteiger TV, liebe Zuschauer. Übrigens, jede Sendung finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.cottbusverkehr.de. In unserer nächsten Sendung geht es unter anderem um die neuen Fahrausweisautomaten. Bis dahin Ihnen eine angenehme Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen berichten wir vom Vattenfall-Schulcup im Leichhardt-Gymnasium. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie es um den FC Energie Cottbus vor dem Heimspiel gegen Regensburg steht. Schauen Sie also gern wieder bei uns rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Fernsehabend. Tschüss, machen Sie es gut. Österreichische Wochen im Stadtwächter. Vom 18. Februar bis 2. April. Probieren Sie unter anderem hausgemachte Kässpätzle, goldgelbes Wiener Schnitzel, feinen Kalbstafelspitz oder deftige Fiakerpfanne. Stadtwächter. Weil wir lecker sind. Täglich viel auf den Beinen? Und wie sind die so drauf? Eine Lösung für fleißige, aber strapazierte Beine heißt MJ One by Medi. Die einzigartige Verbindung aus Ästhetik und Funktion. Das ist die gelungene Kombination aus Kompression und dem modischen Gespür von Stardesigner Wolfgang Job. MJ One ist mehr als ein Strumpf. Er schenkt Ihren Beinen Leichtigkeit, setzt sie perfekt in Szene und leistet aktiv einen Beitrag für Ihre Gesundheit. Das belebende Gefühl und der perfekte Look geben Ihnen die Gewissheit, gleichzeitig etwas Gutes und Modisches für die eigene Gesundheit zu tun. In Cottbus und Umgebung nur exklusiv bei Seidel, Ihr Gesundheitshaus, weil Sie einmalig sind. Ein Restaurant der ganz besonderen Art. Essen vom heißen Stein. Mit frischen Zutaten aller Art, ob herzhaft oder süß, herrliche Köstlichkeiten selbst auf dem heißen Stein zubereiten und genießen. Oder am Platz leckere Varianten flambiert am Spieß ausprobieren. Ein besonderes Erlebnis für alle Sinne. Natürlich gibt es auch Spezialitäten à la carte. Im Steineck, Berliner Straße 1, Ecke Altmarkt. Reservierungen unter Cottbus 49 49 221. Aus der Idee geboren und mit Liebe gestaltet. Kunstwerke in Perfektion. Gardinen von Ulrike Tetzlaff Design sind nur echt mit diesem Zeichen. Authentisch, ökologisch, edel. Jetzt im Frankie-Steiner 2 für 1 im ganzen Februar. Bis 19 Uhr zwei Hauptgerichte essen und nur eins davon bezahlen. Ab 19 Uhr zwei Cocktails zum Preis von einem. Das Angebot gilt den ganzen Februar 2013. Das Wetter zeigte sich heute wieder von der negativen Seite. Der Himmel blieb fast ganztags bedeckt und grau, die Temperaturen kamen kaum über den Gefrierpunkt. In der Nacht sinkten die Temperaturen auf minus 5 bis minus 7 Grad. Leichter Schneefall und schwacher Nordostwind sind auch wieder zu erwarten. Der Freitag bringt neue Schneefälle in die Region, die Werte kommen dann auch nicht über die minus 4 Grad Marke hinaus.
Das Winterwetter bleibt uns auch noch das ganze Wochenende erhalten. Augenblick mal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aktuell befinden wir uns in der Passionszeit. Diejenigen von Ihnen, die sich im Bereich Kirche auskennen, wissen, das sind die Tage und Wochen vor dem Osterfest, also vor dem Auferstehungsfest. Eine Zeit, wo wir das eine und das andere Mal uns Gelegenheit nehmen, innezuhalten und nachzudenken. Und genau in dieser Zeit beschäftigt mich dieses immer noch eins draufsetzen müssen. Als ich diese unsere Geschichte von den Vierklässlern gelesen hatte, ist mir aufgefallen, wie viel Unrecht hier passieren kann. Das, was am Anfang nur als ein harmloses Spiel, als eine Kleinigkeit begonnen hatte, wurde am Ende vielleicht eine handfeste Keilerei. Und ich habe es gar nicht bemerkt. Nehmen wir ein Beispiel, da streiten sich Kinder um Spielzeug und dann gehe ich dazu und sage, jetzt musst du, der du immer den Kürzeren ziehst, auch mal sehen, wo du bleibst. Und damit der andere sich das merkt, gib ihm doch noch eins drauf. Schon sind wir dabei. Das harmlose Spiel wird vielleicht am Ende nicht mehr so harmlos aussehen. Gehen wir in unserer Erwachsenenwelt mit unseren Konflikten kultivierter um? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nein, ich glaube, dieses immer noch eins draufsetzen müssen, findet in meinem erwachsenen Weltbild genauso statt. Nun merke ich es eben in dieser schnelllebigen Zeit eben sehr wenig. Und darum möchte ich mir in dieser Nachdenkzeit, in dieser Passionszeit einmal dafür Zeit nehmen. Vielleicht habe ich ja den Mut und die Gelegenheit, es für mich zu entdecken. Ich wünsche auch Ihnen das, dass Ihnen das gelingt, mal auszusteigen, aus diesem Zwang immer noch eins draufsetzen zu müssen. Guten Abend. Augenblick mal. Jetzt im Frankie Steiner 2 für 1 im ganzen Februar. Bis 19 Uhr 2 Hauptgerichte essen und nur eins davon bezahlen. Ab 19 Uhr 2 Cocktails zum Preis von einem. Das Angebot gilt den ganzen Februar 2013. Thank you.